muss noch mal mehr Glück hier bringen. Mach mal, dass wir noch mal Schlafpuder treffen. Kriegst du hin? Kriegst du hin, ne? Ja. So, immerhin kriegen wir jetzt mal direkt den nächsten Gegner, nachdem die Suche eben auch rumgezickt hat. Und das ist nochmal Ivetal Koronospa hier, ein Geistreiter. Wo willst du hin? Okay, er hat scheinbar noch keine Lust, die Maya. Neues Spiel, neues Glück, ja. Hat hier auf jeden Fall nochmal Doppel-Elektro auf der Gegnerseite. Was mich hier Raichu auf jeden Fall wieder sympathisch macht, auch nach vorne zu stellen. Wir müssen halt aufpassen mit dem Servo. Servo ist gefährlich. Es macht halt die Prioritäten weg. Bronzong lang nicht mehr gesehen. Bin ich mal gespannt, ob das kommt und, oder hier irgendwas macht. Vielleicht ist es auch nur sein Stahlmon gegen... Vielleicht, falls mal ein Xerneas auf ihn zukommt oder so. Da halt auch Ivetal hat, muss er da vielleicht ein bisschen aufpassen. Ich würde ja auf jeden Fall nochmal Bisaflor hinten nehmen. Indeedi kommt auch direkt nach vorne. Zusammen mit dem. Mit dem Geistreiter, alles klar. Der macht mal erstmal. Standpauke Elektronetz. Merken uns auf jeden Fall, dass das Psychofeld da ist. Nicht vergessen. Da kommen die Fragmente. Was an sich okay sein sollte. Also haben es heute schon mal gesehen. Auf Ivetal ist das nicht viel Schaden und Raichu steckt es auch solide weg. Und ja, nach dem. Nach der Standpauke, jetzt sollte dann Koronospa schon weg sein. Und ich... Ah, ich dachte schon. Es ist nur die Anti-Unlichtbeere. Es ist nicht das nächste Trauma mit dem Standpauke-Miss hier. Magieflamme. Für Ivetal. Das bringt uns minus 1, ne? Ist okay. Können wir verkraften. Was ist das? Voltolos. Okay. Ob dieses Voltolos anfängt, Düse zu machen. Voltolos muss ich auf jeden Fall immer respektieren hier. Ja, ich mach mal nochmal den Selbstvoltwechsel, auch wenn wir hier was niedrig sind mit der KP und hol Grodon rein. Ja, es wird riesig. Wen hat er noch mal gehabt? Koronospa und... Was war sein zweites Restricted?
kurz mal vergessen. Ah, der Schaden ist auf jeden Fall verkraftbar. Der Voltwechsel macht zu viel. Ich muss mal irgendwie die 31 Spezialangriff-DVs von Raichu wegbekommen, denke ich. Müssen wir nochmal ein neues züchten. War halt jetzt auch schon ein bisschen tief mit dem KP für diese Aktion. Aber an sich... Okay, Flächenmacht ist auf minus 1. Skrodon hier auch nochmal ein bisschen angeschlagen. Und tatsächlich nochmal Rotom hier. Ja, wenn das so ist. Also eine Düse lebe ich noch von Voltolos, ne? Ich wechsle jetzt auf jeden Fall direkt wieder zu Raichu. Düna Dunkel kann ich nicht machen. Ich muss mich eigentlich konzentrieren darauf, das Voltolos loszuwerden. Die Frage ist, wie machen wir das am besten? Vielleicht Dynabrand. Dynabrand für Voltolos, auch wenn es jetzt riesig ist. Vielleicht ist er jetzt auf jeden Fall verleitet, was Elektrisches zu drücken. Jetzt halt auch zweimal Elektromonster stehen und ja, da kommt das Düna-Gewitter. Treitsch wieder nochmal gut abgefangen. Und ja, es ist ein plus 1 Düna-Brand in der Sonne, sollte immer noch Schaden machen. Ja, fast die 50% geholt. Und Rotom mit der Hydropumpe. In der Sonne, ja, steckt da nochmal gut weg hier. Ich würde sagen, ist nochmal gut gelaufen. Also vor allem Raichu gerade reinzuholen war, denke ich, Gold wert. Jetzt wird er wahrscheinlich eher nochmal die Düse auf Iwetal klicken und da bleibt spannend, ob wir es nochmal stehen können. Mogelhieb natürlich für Rotom. Ah, tatsächlich killt es jetzt. Alles klar. So, jetzt wird er aber klein und im Normalfall holt er die Düse über Fliegen, so ein Voltolos, ne? Und Fliegen können wir da nochmal ganz gut... ganz gut rausnehmen, würde ich sagen. Also Plan ist jetzt, hier Voltolos versuchen noch den Voltwechsel mitzugeben, Rotom über Blättersturm zu killen. Am Moment, wenn er jetzt fliegen geht, dann klappt der Voltwechsel nicht. Ein bisschen gefährlich. Und wahrscheinlich brauche ich noch ein bisschen mehr Schaden, damit Blättersturm killen kann. Machen wir lieber Voltwechsel auch. Was? Seitentausch. Und jetzt geht er fliegen. Aber ich fasse es nicht. Seitentausch, der Quatsch. Okay.
Dieser Flur ist das wertvollste, Mon. Nein, will ich den... Ah, jetzt ist es auch noch richtig ungünstig, dass die Sonne weggeht. Ja, müssen wir machen. Ich will Bisaflor jetzt nicht auf einen Fokusgurt haben. Seitentausch war sehr unerwartet, ja. Und ist halt mit Fliegen tatsächlich nochmal eine gute Kombination. So, jetzt geht das Fliegen in Groudon. Und wir kriegen Voltwechsel auf Voltolos raus. Der nächste würde auch killen. Das ist nochmal gut. Jetzt bleibt spannend, was von... von Rotom hier noch kommt. Eine Hydropumpe. Für das eingewechselte Bisaflor, alles klar. So, der Switch. Mit Groudon war natürlich jetzt ungünstig. Naja, ist jetzt die Frage. Also kann eine Menge wiederkommen. Ich denke aber, in der Situation will er nicht nochmal den Seitentausch machen, sondern lieber versuchen, mit Rotom auch anzugreifen. Würde auf jeden Fall nochmal versuchen, Blättersturm durchzukriegen. Wir wissen ja auch, dass Voltwechsel von Raichu nochmal killen könnte. Und das sieht ganz gut aus erstmal. Nochmal fliegen. Da kommt die Hydropumpe. Genau, war nochmal richtig geraten. Will jetzt hier... Groudon lieber rausnehmen. Blättersturm schafft es, Rotom zu killen. Und jetzt können wir das Ganze abschließen mit nochmal dem Voltwechsel auf dem Voltolos, was jetzt nochmal runterkommen wird. Und dann ist das nochmal ganz gut aufgegangen hier, würde ich sagen. So, Seitentausch war auf jeden Fall nochmal eine Überraschung, die es schwieriger gemacht hat. Matschbombe, Voltwechsel sollte es aber für uns holen. Da kommt Fliegen, nimmt sicherlich Bisaflor noch mit. Ja, ist was für Bisaflor. Jetzt hoffen wir mal, dass der Voltwechsel auch tatsächlich reicht. Komm, Raichu, zeig was. Und ist tatsächlich zu wenig. Andererseits hat er wahrscheinlich nur Fliegen, um Raichu Schaden zu machen. Und wir können, bevor überhaupt irgendwas kommt, sogar versuchen, mit Offenlegung den Kill zu ziehen. Wenn es nicht reicht, müssen wir die nochmal treffen. Und ich denke, er hat nur Fliegen und das könnten wir mit Raichu nochmal leben. Aber vielleicht killt sogar die Offenlegung vorher schon. Yes, das reicht einmal. GG, nochmal sehr, sehr knapp geworden da am Ende. Also konnten wir auf jeden Fall hier nochmal ein Game mitnehmen. Sehr knapp geworden nochmal.